Sie alle sehr herzlich zu begrüßen im Namen der Friedrich August von Hayek Gesellschaft. In erster Linie die letzten Tage Europas, wie wir eine gute Idee versenken. Viele von Ihnen kennen wahrscheinlich auch den Film zum Buch. Entweder Broder, die Europareise Teil 3. Kann ich sehr empfehlen, und erst dann habe ich erfahren, dass es einer ihrer geheimen Wünsche ist, oder zumindest seltsamen Vorstellungen, einmal mit Lady Ashton zusammen zu duschen. Irgendwo im Internet, wo steht irgendetwas Originelles über Henrik Broder. Es ist schrecklich viel, was mir aufgefallen ist, die Sphinx der FAZ, Patrick Barnas, er beschreibt ihre Arbeit als Polemik, als symbolische Übersprungshandlung einer zeitgemäßen Liberalität. Das habe ich auch schon im Original nicht verstanden. Ja. Guten Abend, meine Damen und Herren. Vielen Dank für diese wunderbare und schamlos übertriebene Einleitung. Es ist ja so, ich habe meinen Dilettantismus zur Lebensgrundlage gemacht. Und ich arbeite eigentlich wie alle Journalisten, aber die anderen geben es nicht zu. Ich arbeite nur über Themen, von denen ich keine Ahnung habe. Das ist meine Grundlage. Und ab und zu denke ich, ich sollte mir eine Ahnung verschaffen, und dann lese ich mich rein, dann arbeite ich mich rein. Und so ging es mir mit Europa. Ich beschreibe das am Anfang dieses Buches ziemlich ausführlich. Das ist eine jung erwachte Liebe, wenn Sie so wollen. Sie ist gerade anderthalb Jahre alt. Irgendwann im Sommer letzten Jahres gab es im ZDF eine Dokumentation über die Einführung der Energiesparlampe. Und ich habe mir das zufällig angeschaut. Ich bin beim Seppen reingeraten, und das war einfach atemberaubend. Das war eine richtig gute Dokumentation, in der dargestellt wurde, wie die Energiesparlampe über uns gekommen ist. Es gibt eine Design-Öko-Richtlinie der Europäischen Kommission, die ja ein Zwitter ist. Sie hat sowohl legislative wie exekutive Kompetenzen, kann also Gesetze, Verordnungen beschließen und sie auch in Kraft setzen. Also an der Stelle ist schon eines der Prinzipien der Demokratie aufgehoben, nämlich das Prinzip der Gewaltenteilung. Und diese Öko-Design-Richtlinie, wir hören ab und zu von ihr, wenn zum Beispiel jetzt die Höchstleistung für Staubsauger, ich glaube, auf 600 oder 700 Watt festgelegt wurde. Es gibt eine Richtlinie darüber, wie viel Wasser Toiletten verbrauchen dürfen. Das ist ein 40-seitiges Papier, ich habe es mir durchgelesen. Es ist sprachlich und stilistisch noch anspruchsvoller als der Koalitionsvertrag zwischen der CDU und der SPD. Ein Horror. Wenn sich diese 40 Seiten angetan haben, dann sind sie eigentlich umgehend für die Wiedereinführung der Prügelstrafe in ganz bestimmten Fällen, nämlich für die Verfasser solcher Papiere. Und was mich daran dann fasziniert, was mich interessiert, ist, wie solche Papiere zustande kommen. Und Sie merken es diesen Papieren an, es sind Kollektivarbeiten. Da müssen Dutzende von Experten über einen längeren Zeitraum gearbeitet haben. Und Freud hätte seine Riesenfreude daran gehabt, mit welcher Detailversessenheit dort der Prozess der Verdauung und der Verarbeitung der Restbestände dargestellt wird. Also der Analcharakter ist da nicht nur das angemessene Kriterium, sondern eine sanfte Untertreibung. Und da saßen Experten aus, ich weiß nicht wie vielen Universitäten und Hochschulinstituten, und dann gab es ein großes Gelächter in der europäischen Presse, und die EU-Kommission erklärte, ja, das sei nur ein Gedankenspiel gewesen. Das heißt, man hat es relativ schnell wieder zurückgezogen. So ging es auch mit anderen Verordnungen. Es gab auch mehrere Verordnungen, die schlicht den Weg in die Realität nicht angetreten haben, weil die Kanzlerin anrief und sagte, nicht mit uns. Sie hat zum Beispiel die CO2-Richtlinie für die Automobilindustrie gekippt durch einen einzigen Telefonanruf. Das heißt, sie hat sie nicht gekippt, sondern die Abstimmung ist verschoben worden. Das heißt, es wird wahrscheinlich nicht zu einer Abstimmung kommen, zumindest nicht zu unseren Lebzeiten oder zu Amtszeiten von Kanzlerin Merkel. Vielleicht wird es zu einer Abstimmung kommen, wenn Sarah Wagenknecht Kanzlerin ist, um das Schlimmste anzunehmen. Also, ich bin völlig fasziniert gewesen von all diesen Geschichten, die sich plötzlich vor meinen Augen auftaten. Und dann haben, Herr Wohlgemuth sagt es gerade, Hamed Abdel-Samed und ich diese Europatour gemacht, die uns von Krakau bis Kalabrien führte und von Island bis Straßburg. Und wir haben wunderbare Sachen unterwegs. Wir haben
Wir haben freistehende Brücken in Kalabrien gesehen, die keine Straßenanschlüsse haben. Wir haben Feriendörfer gesehen, die noch nie bezogen worden sind, aber mit sehr viel EU-Gelder finanziert worden sind. Wir haben alles das gesehen, was man auch im Bericht des Europäischen Rechnungshofes alle Jahre mal wiederfindet, ohne dass es irgendwelche Folgen gehabt hätte. Und wir haben dann diese wunderbaren Funktionäre in Brüssel und in Straßburg getroffen. Und einige dieser Begegnungen waren einfach großartig. Wir haben den Kommissar für Umwelt getroffen. Ich habe jetzt seinen Namen nicht präsent. Ich glaube, ein Slowene oder Slowake. Jedenfalls ein neu dazugekommener, der uns wirklich ganz begeistert erklärte, wie viel Zeit er dazu gebraucht habe, den geeigneten Dienstwagen zu finden, mit dem er dann immer von Straßburg bis nach Brüssel und zurückfährt. Und unsere Anregung, warum er nicht die Bahn benutzen würde, traf ihn völlig unvorbereitet. Er hatte diesen Gedanken noch nie gehabt und sagte dann, ja, aber er habe sich dann den ökologisch günstigsten Wagen ausgesucht, einen Audi 8. Ja. Und dieselbe Kommissar erklärte uns dann, was ein persönlicher Beitrag zur Ökobilanz Europas ist. Beim Duschen stellte das Wasser. Ja, beim Duschen stellte das Wasser. Ich habe mich dann nicht getraut zu fragen, vor oder nach dem Einseifen. Aber es war ein Beitrag zum Wassersparen. Und was mich dann vor allem faszinierte, ist, dass die Leute das einem alles mit vollem Ernst ins Gesicht sagen. Wenn das jetzt eine Szene aus dem Karneval in Köln wäre, wäre es vollkommen okay. Oder so ein Sketch von Karl Valentin. Das wäre alles vollkommen in Ordnung. Aber sie sagen es einem völlig im Ernst und sie meinen es auch. Und so kam eins zum anderen und dann habe ich angefangen, mich in die Geschichte einzulesen, habe mich hingesetzt und auf ein Telefonklingelzeichen dieses Buch einfach runtergeschrieben. Mein Freund Rudi war dabei, reichte mir jeden Morgen eine Tasse heißen Tees und hat dann zusammen mit seiner Frau mit mir gelitten, wenn es voranging und wenn es auch nicht voranging. Ich freue mich vor allem, dass Rudi Lenz heute Abend dabei ist. Er war sozusagen der Geburtshelfer bei dieser Angelegenheit. Was ich vorher noch sagen will, bevor ich ein paar Seiten aus einem Kapitel lese, alles, was ich hier in dem Buch verwende, ist öffentliches Material. Ich weiß, dass in meinem Gewerbe bei den Journalisten die sogenannten Hintergrundgespräche enorm beliebt sind. Und man fühlt sich wahnsinnig geschmeichelt, von in einem Funktionär, einem Beamten oder einem Minister zu einem Hintergrundgespräch eingeladen zu werden. Ich habe ein einziges Mal an einem solchen Hintergrundgespräch teilgenommen. Das war in der Oriental Bar des Hotels King David in Jerusalem und der Einlader war Guido Westerwelle, der gerade, glaube ich, sich die Kante gibt, weil er noch eine Woche Außenminister sein wird. Guido Westerwelle hat zu einem Hintergrundgespräch eingeladen. Im Laufe dieses Hintergrundgesprächs sagte er alles, was man schon am Tag zuvor in der Frankfurter Allgemeinen und der Jerusalem Post lesen konnte. Ich habe dann natürlich aufgeschrieben, was er alles an Unwichtigkeiten gesagt hat. Und bin dann offiziell vom Bundespresseamt abgemahnt worden. Mit der Begründung, das sei ein nicht hinzunehmendes Verhalten. Auf meine Rückfrage, was mir jetzt blühen würde, ob ich vielleicht nach Polen zurück müsste oder was auch immer, hat mir das Bundespresseamt dann einen Auszug aus den Statuten des Bundespresseamtes zugeschickt, wonach man bei Hintergrundgesprächen den Inhalt nicht wiedergeben darf. Ich frage mich dann, wozu finden die Hintergrundgespräche statt? Das ist ein bisschen wie bei einer Striptease-Show. Man kann gucken, aber man kann nicht anfassen. Und dann habe ich dem Bundespresseamt als Antwort auf diese Unfreundlichkeit den Artikel 5 des Grundgesetzes geschickt, wo drin steht, dass jeder seine Meinung frei und ungehindert äußern darf. Ich sage das nur, um Ihnen klarzumachen, dass wir mit den Phänomenen, die heute in Europa auftreten, auch natürlich hier vor der eigenen Haustür zu tun haben. Wir haben eine Bürokratie, die sich verselbstständigt hat. Wir haben eine Art von neuem europäischen Adel, der sich in Brüssel konstituiert hat. Wir haben eine neue Elite, die sich weitgehend der Kontrolle entzieht, die sich selber kooptiert, die sich selbst ernennt und ergänzt und die sich selber schützt und behütet. Und wir sind sozusagen nicht die Opfer, soweit würde ich gar nicht gehen, wir sind sozusagen die ignoranten Zuschauer. Mich hat das ganze Europa-Theater bis zum letzten Sommer nicht interessiert. Und ich fürchte, den meisten von Ihnen, obwohl Sie vermutlich schon zu der Info-Elite gehören und besser informiert sind als Ihre Nachbarn, vermutlich auch nicht. Eine Frage. Weiß jemand von Ihnen, wie viele Vizepräsidenten das Europaparlament hat? Diejenigen, die mein Buch gelesen haben, sind von der Antwort jetzt ausgeschlossen. Wie viele Vizepräsidenten das Europaparlament? Neun. Neun? Wie viel? 14.
Ja, Sie haben mein Buch gelesen. Gilt doch nicht, ich bitte Sie. Ja. Entschuldigung. Ja, wenn ich die Bibel gelesen habe, kann ich auch aus den 10 Geboten zitieren. Ja, 14, also Sie haben recht, es sind wirklich 14 Vizepräsidenten. Dazu müssen Sie wissen, das Europaparlament hat 18 Sitzungswochen pro Jahr. 12 in Straßburg, 6 in Brüssel. Das heißt, angenommen, jeder Vizepräsident kommt einmal dran, dann darf er 1,3 Sitzungen leiten. Das Grundgehalt des Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments liegt bei 23.500 Euro. Sagt Ihnen der Name Rainer Wieland etwas? Rainer Wieland? Nein. Rainer Wieland ist einer der 14 Vizepräsidenten des Europaparlaments. Im Regierungsviertel von Brüssel ist er angeblich weltbekannt. Außerhalb dieses Bezirks kennt ihn niemand. Ich kenne ihn auch nicht. Ich habe den Namen zum ersten Mal vor ein paar Wochen gehört. Rainer Wieland hat sich zu meinem Buch geäußert. Das heißt, genau genommen hat er sich nicht zu meinem Buch geäußert. Es gab 2 oder 3 Abdrucke aus dem Buch in der Bild-Zeitung. Und das hat Rainer Wieland wahnsinnig auf die Palme gebracht, dass die Bild-Zeitung was aus meinem Buch abdruckt. Und er hat sich auf seiner Website und auf der Seite der Europa-Union zu meinem Buch geäußert. Und zwar mit dem wörtlichen Satz, Broder versucht auf dem Rücken Europas Kasse zu machen. Ein wunderbarer Satz, wenn Sie den Satz in seine Einzelteile zerlegen, werden Sie sehr vieles entdecken. Erstmal natürlich diese wunderbare klassische Unterstellung, dass jemand, der daher kommt, wo ich herkomme, der also diesen osteuropäisch-jüdischen Hintergrund hat, nun wirklich aus allem Kasse macht. Das ist ja. Wir vermarkten ja inzwischen auch sehr erfolgreich den Holocaust als Erfolgsmodell. Ja, Broder versucht auf dem Rücken Europas Kasse zu machen. Und dann natürlich als alter Reichianer diese sexualdynamische Konnotation in dieser Anspielung. Auf dem Rücken Europas Kasse macht. Also Rainer Wieland, CDU Baden-Württemberg, nähert sich Europa ganz devot in der Missionarshaltung, während ich mich ab Tergo an ihr vergreife. Das steckt in diesem Satz drin. Und das Tolle ist, er merkt es nicht. Er merkt es nicht. Was mich sehr überrascht hat, war, dass es ansonsten keine Reaktion gegeben hat, was ja vermutlich auch das Klügste ist. Herr Wohlgemuth hat mir von einer Historikerin, Soziologin oder Professorin für Gender Studies erzählt, je nachdem, was sie gerade macht, die sich wahnsinnig über mein Buch irgendwo aufgeregt hat und dann gefragt, was denn falsch wäre, sagte sie, eigentlich gar nichts oder sie habe noch nichts gefunden. Die Haltung ist es, die stört. Die Haltung ist es, die stört. Ich habe jetzt auch einen Preis verliehen bekommen, ich werde es nachher wörtlich vorlesen, von einer ehemaligen SED-Politikerin, die inzwischen in der Europa-Union gelandet ist und in der Europa-Union ihre politischen Ansichten mit derselben Vehemenz vertritt wie bis 1989 in der SED. Natürlich zum Wohle des Volkes und der Allgemeinheit, ausschließlich. Und ihre Organisation hat 3 Leuten die Europa-Distel verliehen. Ich bin in allerbester Gesellschaft. Einer ist mein Kollege Jan Fleischhauer, der andere ist Professor Werner Sinn, immerhin kein unbedeutender Mann. Und der dritte in dieser Runde, der nicht studiert und keinen akademischen Abschluss hat, das bin ich. Die Begründung ist, dieser Europa-Distel wird Sinn, Jan Fleischhauer und mir verliehen für unsere unsachliche und europakritische Berichterstattung. Unsachliche und europakritische Berichterstattung. Für mich klingt das alles nach dem ZK der SED der DDR, nach zersetzender Kritik, nach Asphaltliteraten, nach was auch immer. Das ist der Ton, der sich hier inzwischen eingebürgert hat, wobei dieser Ton sich nur einbürgern konnte, weil permanent eine Gleichstellung passiert von EU und Europa. Sie hören ständig das Gerede von Europafeinden, Europagegnern. Das ist Frau Le Pen, das ist Gerd Wilders, das sind die Schwedendemokraten und natürlich Leute wie Jan Fleischhauer, Werner Sinn und ich, Europagegner. Ich bin es wirklich leid, darauf einzugehen. Das kann man gar nicht erwidern, das kann man auch nicht widerlegen. Es ist schon rein logisch unmöglich zu sagen, ich bin kein Europagegner. Sie werden da auch nicht sagen, ich bin kein Asiengegner, nicht? Oder Sie werden nicht sagen, ich liebe Asien, weil ich jeden Tag zum Thai essen gehe. Also egal nach welcher Seite Sie argumentieren, es ist nach beiden Seiten absurd. Es ist falsch oder verkehrt. Und diese Gleichsetzung von EU-Kritik mit Europagegnerschaft ist natürlich kein Zufall. Das ist kein Zufall, genauso wie es kein Zufall ist, dass alle Leute die Sowjetunion kritisierten und sagten, das ist vielleicht doch nicht der ideale Weg zum Sozialismus. Das waren sofort Friedensfeinde. Das waren sofort Kriegshetzer.
Aufstachler, Agenten des Imperialismus und des Kapitals. Und es wiederholen sich in der Struktur der Argumentation, was Europa angeht, sehr viele Muster aus den letzten Tagen der Sowjetunion. Es gibt sozusagen die Pflicht zum Konsens. Die Pflicht wird natürlich nicht eingehalten. Es passiert niemandem etwas, der sich daran nicht hält. Aber die EU nimmt inzwischen die Gestalt der späten Sowjetunion an. Auch zum Beispiel, wenn Deutschland die dringende Empfehlung gegeben wird, seine Exporte zu drosseln. Das mag ja vielleicht volkswirtschaftlich, ich kann es nicht beurteilen, richtig sein. Und wenn, ich weiß es nicht, vermutlich nicht. Aber wenn Sie sich angucken, eine der Begründungen war, es müsste mehr in die Infrastruktur investiert werden. Ich war jetzt eine Weile im Westen unterwegs und es müsste in der Tat mehr in die Infrastruktur investiert werden. Der deutsche Westen sieht aus wie der deutsche Osten vor 30 Jahren. Leipzig ist heute eine blühende Stadt und wenn Sie nach Düsseldorf kommen, sieht Düsseldorf heute so aus wie Leipzig vor 30 Jahren. Und ich rede jetzt nicht von Dortmund, Duisburg, Hamm oder anderen Perlen des Ruhrgebietes. Gut, aber was bedeutet es, wenn Europa, die Kommission oder wer immer es war, Deutschland den Rat gibt, weniger zu exportieren? Es bedeutet natürlich nicht nur einen Eingriff in die ökonomische und politische Ökonomie, es bedeutet die Einführung einer Planwirtschaft. Wie sie genau auf diese Weise vom COMECON, dem Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, schon einmal praktiziert wurde. Im COMECON wurde festgelegt, wer was produziert, wer was wohin exportiert. Und Bulgarien hatte sich auf Brechbrunnen spezialisiert und Ungarn auf handgeklöppelte Schuhe. Und in der DDR wurden, glaube ich, Präzisionsgewehre hergestellt, die dann an die anderen Bruderstaaten verteilt wurden. Genau das ist es, was die EU heute wiederholt. Alles zusammengenommen, ich fasse mich jetzt wirklich kurz, weil Sie haben nachher wahrscheinlich Fragen, wir wollen uns unterhalten. Alles zusammengenommen, wir erleben den größten politischen Schwindel seit dem Untergang der Sowjetunion. Herr Wohlgemuth hat mir heute eine Auswahl von Projekten zugeschickt, eine Zusammenstellung, die von der Europäischen Union gefördert werden. Und ich dachte, ich kenne mich aus und ich dachte, ich habe inzwischen ein ordentliches Archiv. Ich werde Ihnen nachher zwei, drei Beispiele vorlesen. Ungeheure Geschichten, was die EU alles finanziert. Wir wissen seit ein paar Tagen, wir wussten es schon länger, bis es offiziell, dass die EU mit über 2 Milliarden Euro Beamte in Gaza dafür bezahlt hat, dass diese nicht zur Arbeit gehen. Wir wissen, dass die EU über 1 Milliarde Euro in Ägypten versenkt hat, für die es keine Belege gibt. Ich selbst bin neulich über zwei sehr witzige Geschichten gestolpert, finde ich. Das eine ist eine Insel, deren Namen ich nicht aussprechen kann. Die heißt, glaube ich, Pitcairn oder so ähnlich. Und wenn Sie sich angucken, wo Neuseeland ist, und dann fahren Sie nochmal 3000 Kilometer weiter östlich, stoßen Sie auf Pitcairn. Pitcairn gehört immer zum britischen Empire, noch immer. Ja. Und auf Pitcairn leben die Nachkommen von Captain Bligh. 48 Leute. Und irgendwann haben sie vermutlich, als da ein EU-Abgeordneter in einem Kajak angeschwemmt wurde und noch eine Ausgabe des Brüsseler Amtsblattes und der Frankfurter Rundschau mit sich hatte, sind sie dann vermutlich darauf gestoßen, dass sie eigentlich Europäer sind, durch ihre Zugehörigkeit zum British Empire. 48 Leute leben auf Pitcairn und sie haben weder einen See noch einen Flughafen und sie haben sehr erfolgreich eine Reihe von Förderanträgen bei der Europäischen Union gestellt und es sind ihnen ungeheure Summen bewilligt worden, um einen See und einen Flughafen zu bauen. Das ist ein paar Jahre her. Die Summen sind geflossen und sie haben immer noch keinen See und keinen Flughafen. Und die Frage ist, wo das Geld geblieben ist. Das zweite Beispiel, das ich noch toller finde, weil es auch in ganz anderen Dimensionen spielt, da geht es in die Milliarden. Da bei Pitcairn war es nur Millionen, also Peanuts, ist die EU finanziert Simbabwe. Ein bekanntlich extrem demokratisches Regime. Zimbabwe war ja mal ein reiches Land, als es noch Rhodesien hieß und ein fruchtbares Land, wurde dann von Mugabe und seiner Gang kaputt regiert. Die EU finanziert 80% der Schulausgaben, der Sozialkosten und der Kosten für Gesundheitsfürsorge. 80%, nur dass sie wissen, wohin ihr Geld fließt oder wo ihr Geld bleibt. Sie können jetzt natürlich humanitär argumentieren und sagen, wenn die EU es nicht finanzieren würde, würde es den Leuten noch schlechter gehen. Ich anerkenne, das ist ein beachtliches Argument. Nur die EU-Hilfe für Simbabwe ermöglicht es Mugabe, ein Leben in Saus und Braus zu leben und die Fürsorge für seine Bürger
die EU zu überlassen. Das sind alles Absurditäten, die sich im offenen Tageslicht abspielen. Ich will ganz deutlich unterstreichen, dass wir es nicht mit einer Verschwörung zu tun haben. Wir haben es mit einer schleichenden Durchsetzung von Interessen zu tun, die sich dermaßen schleichend und effektiv durchsetzen konnten, weil keiner von uns hingeschaut hat. Und weil auch der größte Teil der Journalie nicht hingeschaut hat. Brüssel ist 1,5 Flugstunden von hier entfernt, aber es ist ein Planet für sich, es ist auch eine eigene Welt für sich. Und wir haben immer nur so komische Sachen gehört, wie die EU-Verordnung zur Krümmung der Salatgurke und dann dieser Reisezirkus zwischen Straßburg und Brüssel, der sehr viel Geld kostet. Das sind noch die Harmlosigkeiten. Es ist viel, viel schlimmer. Zu den Aufgaben, die die EU finanziert hat, gehört zum Beispiel auch der Bau des Mausoleums für Yasser Arafat. Wahrscheinlich wird das Hugo Chavez auch irgendwann ein EU-finanziertes Mausoleum bekommen. Und lebt Fidel Castro noch? Vielleicht könnte man das irgendwie in Brüssel vorschlagen. Weiß man nicht so genau. Ja. Gut, ich lese jetzt Teil aus einem Kapitel vor und dann werden wir uns weiter unterhalten. Ist es Ihnen recht so? Gut. War auch nur eine rhetorische Frage. Stellen Sie sich bitte einmal vor, Ihr Arzt ruft Sie an, um Ihnen das Ergebnis des letzten Routine-Check-ups mitzuteilen. Er sagt, Sie haben noch eine gute Million Minuten vor sich. Wenn Sie aufpassen, könnte es auch etwas mehr sein. Wenn Sie so weitermachen wie bisher, wird es weniger werden. Klingt nicht schlecht, denken Sie. Nehmen einen Stift und einen Zettel und fangen an zu rechnen. Eine Stunde hat 60 Minuten. Ein Tag hat 24 Stunden. Das sind 1440 Minuten. Eine Million geteilt durch 1440, das macht, verdammt, 694 Tage. Also noch nicht einmal 2 Jahre. Und plötzlich wird Ihnen klar, was der Arzt Ihnen durch die Blume sagen wollte. Sie haben nicht mehr lange zu leben. In Ihrer Verzweiflung rufen Sie jetzt den Arzt an. Eigentlich nur, um ihm zu sagen, dass Sie sich mit dem Schicksal abgefunden haben. Was haben Sie denn, sagt Ihr Arzt? Sie werden noch Urlaub auf dem Mars machen können. Hin und zurück mit dem Lufthansa-Shuttle. Alles inklusive für ein paar tausend Euro, wenn es den dann noch gibt. Es stellt sich heraus, dass Ihr Arzt 1 Million Minuten gesagt, aber 1 Milliarde gemeint hat. Man kommt ja so leicht durcheinander mit den großen Zahlen. Und der Unterschied zwischen 1 Million und 1 Milliarde sind ja nur 3 Nullen vor dem Komma. 1 Milliarde Minuten, das sind 694.000 Tage beziehungsweise 1.900 Jahre. Also etwa die Zeit, die seit der Erfindung des Papiers in China zu Beginn des 2. Jahrhunderts vergangen ist. Eine Ewigkeit. Ganz beiläufig, sozusagen auf eine spielerische Art, haben Sie den Unterschied zwischen 1 Million und 1 Milliarde begriffen. 1 Million Mark, das war mal viel Geld. Heute sind das gerade 500.000 Euro. Man bekommt dafür eine 3-Zimmer-Wohnung in Schwabing oder 4 bis 6 Porsche Panamera, je nach Ausstattung. Im Laufe der letzten Jahre ist uns der Sinn für Zahlen abhanden gekommen. Als Hilmar Kopper, damals Vorstandssprecher der Deutschen Bank, 1994 von Peanut sprach, meinte er 50 Millionen D-Mark, die der Bauunternehmer Jürgen Schneider seinen Handwerkern schuldete. Die Öffentlichkeit war empört, Kopper hatte seine Reputation mit einem Satz verspielt. Als die Philipp Holzmann AG, ein global agierendes deutsches Bauunternehmen mit 43.000 Mitarbeitern und über 13 Milliarden Umsatz, Ende 1999 Insolvenz anmelden musste, schaltete sich Bundeskanzler Gerhard Schröder persönlich ein, um das Unternehmen und die Arbeitsplätze zu retten. Ein Bankenkonsortium stellte 1 Milliarde D-Mark als Kredit zur Verfügung. Der Bund übernahm eine Bürgschaft über 250 Millionen D-Mark. So konnte die endgültige Insolvenz wenigstens um 2 Jahre verzögert werden. Das waren noch Zeiten. Heute würde die Kanzlerin wegen einer 0,5 Milliarde Euro nicht mal ihren Urlaub unterbrechen. Auch die Tatsache, dass der Bund, die Länder und die Kommunen mit über 2 Billionen Euro, das ist eine 2 mit 12 Nullen, beziehungsweise 2 Millionen Millionen, verschuldet sind, raubt ihr nicht den Schlaf. Denn ein wirtschaftlich starkes Land wie die Bundesrepublik kann es sich leisten, die Schulden durch die Aufnahme neuer Schulden zu refinanzieren. Die EU ist kein kommerzielles Unternehmen. Sie ist ein Apparat, der mit der einen Hand nimmt und mit der anderen gibt. Also durchaus einem Staat vergleichbar. Für diese Leistung erhebt sie, wie jeder Makler oder Zwischenhändler, eine Gebühr.
6% ihres Jahreshaushalts gehen für Personalverwaltung und Instandhaltung der Gebäude drauf. Bei einem Budget von etwa 1 Billion Euro sind das ungefähr 60 Milliarden Euro. Und die Ersten, die von dieser Kommission profitieren, sind die Mitarbeiter der EU mit ihren gut bezahlten, krisensicheren Jobs. Wie viele es sinkt, hängt davon ab, wen man fragt. In Brüssel jedenfalls kann man immer wieder den Satz hören, die EU beschäftige so viele Menschen wie die Stadt Köln in ihrer Verwaltung. Und das sei doch wirklich nicht zu viel, wenn man bedenkt, dass in Köln etwas mehr als 1 Million Menschen leben, in den Grenzen der EU aber 500 Millionen. Wirklich? Oder wenn man in Köln sagt, in Escht? Glaubt man dem statistischen Jahrbuch der Stadt Köln, hatte die Domstadt im Jahre 2011 ein Stammpersonal von 16.290 Personen. Dazu kamen 2.230 weitere Beschäftigte, Azubis, Honorarkräfte und so weiter. Macht alles in allem 18.520 Personen. Wer, wie ich, eine Weile in Köln gelebt und einen kölschen Fitz erlebt hat, der weiß, dass man solche Zahlen mit Vorsicht genießen muss und eher nach unten als nach oben korrigieren sollte. Denn Beschäftigte bedeutet in Köln nicht automatisch Arbeitende. Wer vormittags in Köln in einem der vielen Brauhäuser sitzt und über das Leben philosophiert, der ist auch beschäftigt. Möglicherweise sogar bei der Stadt. Hinzu kommt, dass es in Köln ein stark ausgeprägtes Solidaritätsgefühl gibt. Wer einen guten Job hat, tut alles dafür, dass sein Bruder, sein Schwager, sein Neffe, sein bester Freund, den er letzte Woche beim Päffken an der Theke kennengelernt hat, auch einen bekommt. Man muss auch jönne können, sagte Kölner und meint es auch so. Man muss auch gönnen können. In Köln sind also rund 18.500 Menschen bei der Stadt beschäftigt. Im besten Fall sind es nur 10.000 bis 12.000, die einer nützlichen und wichtigen Tätigkeit nachgehen. Müllfahrer, Krankenschwestern, Kanalarbeiter, Straßenbahner, Altenpfleger, Kindergärtner und Totengräber. Und das sind alles Berufe, die im Stellenkatalog der EU nicht vorkommen, die rund 50.000 Menschen beschäftigt. Hier braucht man vor allem Ökonomen, Statistiker, Übersetzer, Netzwerker, Buchhalter, Juristen, PR-Berater, IT-Fachleute und jene Sorte von Alleskönnern, die als Politiker bezeichnet wird. Also zum Beispiel ein Mann wie Edmund Stoiber, der nachdem er als bayerischer Ministerpräsident abdanken musste, von der EU nach Brüssel geholt wurde, um dort Vorschläge zum Abbau der Bürokratie zu erarbeiten. Er macht es so erfolgreich, dass sein Vertrag bereits einmal verlängert worden ist. Denn eine Bürokratie abzubauen, kostet mindestens ebenso viel Zeit, wie man braucht, um sie aufzubauen, wenn nicht mehr. Über den absurden Aufwand, der in Brüssel betrieben wird, ist schon viel geschrieben worden. Wer es genau wissen will, dem kann ich außer meinem Buch auch noch das Buch von Hans Magnus Enzensberger empfehlen, Sanftes Monster Brüssel. Es geht darum um die Entmündigung Europas, wobei Sanft und Entmündigung sehr elegante Umschreibungen für ein Betriebssystem sind, das sich selbst ermächtigt hat, Europa von unten nach oben umzubauen. Die EU-Verweser sind mehr als nur Technokraten, die eine abstrakte Idee in die politische Wirklichkeit umsetzen wollen. Sie bilden den neuen Adel Europas, der sich, wie es schon immer die adlige Art war, grenzüberschreitend organisiert hat. Von Portugal bis Polen, von Finnland bis Malta. Sie arbeiten an einem großen Hof und unterhalten selber kleine Hofstaaten. Nehmen wir zum Beispiel den Präsidenten des EU-Parlaments, Martin Schulz, einen jovialen Rheinländer, der mit entwaffnender Offenheit zugibt, dass die EU, wäre sie ein Staat, die Aufnahme in die EU verweigert würde, mangels demokratischer Legitimation. Schulz sitzt einem Parlament vor, das mehr mit dem obersten Sowjet der ehemaligen Sowjetunion als mit der Bezirksverordnetenversammlung von Kreuzberg-Friedrichshain gemeint hat. Das EU-Parlament ist die einzige Volksvertretung innerhalb der sogenannten freien Welt, die kein Recht hat, eigene Gesetze vorzuschlagen. Das EU-Parlament ist dazu da, die Entscheidungen der EU-Kommission abzusegnen, die ihrerseits, wie gesagt, mit exekutiven und legislativen Vollmachten ausgestattet ist. Also gegen das Prinzip der Gewaltenteilung verstößt, eine der Säulen jeder demokratischen Verfassung. Bevor Martin Schulz Europapolitiker wurde, war er in der Kommunalpolitik aktiv. Der gelernte Buchhändler trat mit 19 Jahren den Jusos bei, wurde 1984 für die SPD in den Stadtrat von Würselen bei Aachen gewählt
und nur 3 Jahre später, gerade mal 31 Jahre alt, zum Bürgermeister der Gemeinde. Nicht nur für rheinische Verhältnisse war das eine Blitzkarriere. 1994 kandidierte Schulz mit Erfolg für das Europaparlament. Sein Amt als Bürgermeister von Würselen gab er erst 1998 auf, um sich ganz der Europapolitik widmen zu können. Einer größeren Öffentlichkeit wurde er bekannt, als er sich mal mit Berlusconi eine Redeschlacht lieferte. Inzwischen ist Schulz der einzige Abgeordnete im EU-Parlament, der kein Stimmrecht hat, das Gesicht der Europäischen Union. Viel präsenter in anderen Medien als der Präsident der Kommission Barroso und der Ratspräsident Van Rompuy. Schulz nimmt täglich Stellung zu aktuellen Fragen, gibt Interviews und reist durch das Land, um für Europa zu werben. Zum Beispiel auf der Delegiertenversammlung der IG Metall Köln-Leverkusen, wo Schulz eine flammende und mitreißende Rede hielt, bei der man in den Redepausen eine Stecknadel auf den Boden fallen hören konnte, wegen der nachvollziehbaren Argumente, wie auf seiner eigenen Homepage anschließend volle Bescheidenheit zu lesen. Zu den nachvollziehbaren Argumenten gehört auch eine düstere Vorhersage. Unmissverständlich machte Schulz klar, schreibt Schulz über Schulz in der dritten Person, unmissverständlich machte Schulz klar, dass bei wachsender Weltbevölkerung die Menschen in Europa nur geeint in Zukunft eine Chance auf Wahrnehmung im globalen Dorf namens Welt haben. 2040 leben rund 8 Milliarden Menschen auf dem Globus und 4% in Europa. Die dann auf 76 Millionen geschrumpfte Zahl der Bürger Deutschlands mache dann nur noch 1% der Weltbevölkerung aus. Schulz. Nüchtern betrachtet wäre eine solche Entwicklung durchaus wünschenswert. Man würde endlich wieder einen Parkplatz direkt vor dem KDW bekommen und müsste nicht ein halbes Jahr auf einen Termin zur Darmkrebsvorsorgeuntersuchung warten. Allerdings von nichts. Globale Erwärmung, Kernkraft, Vogelgrippe, Dioxin in Bioeiern, Fracking, Pferdefleisch in Konserven und Peer Steinbrück einmal ausgenommen, vor nichts haben die Deutschen so viel Angst wie vor der Möglichkeit, in dem globalen Dorf namens Welt nicht mehr wahrgenommen zu werden. Was sollen da die Isländer, Esten und Montenegriner sagen, deren Anteil an der Weltbevölkerung im Jahre 2040 nur wenige Promille betragen wird, von den Wenden und Sorben in der Lausitz und den Rätoromanen in Graubünden gar nicht zu reden. Aus einem Volk ohne Raum droht ein Raum ohne Volk zu werden. Der Präsident des Europäischen Parlaments, so heißt es in den Statuten, verkörpert das Parlament nach außen und in seinen Beziehungen zu den übrigen Organen und Einrichtungen der Europäischen Union. Er wird dabei, das Geheimnis wurde schon gelüftet, von nicht weniger als 14 Vizepräsidenten unterstützt. Schulzens Kabinett besteht aus 38 Mitarbeitern, einem Chef des Kabinetts und einem stellvertretenden Chef des Kabinetts, die ihrerseits über 8 Assistenten und Berater verfügen, die ihrerseits Berater haben, die über Assistenten verfügen. Hinzu kommen 5 Berater und Assistenten, die für das Protokoll und den Terminkalender des Präsidenten zuständig sind. 5 Assistenten und Berater in der Abteilung Innere und 6 in der Abteilung Äußere Angelegenheiten. In der Abteilung Presse und Kommunikation sind 8 Berater und Assistenten damit beschäftigt, Journalisten zu betreuen und die Homepage des Präsidenten, seinen Twitter- und Facebook-Auftritt zu gestalten. Schließlich noch 2 Kammerdiener bzw. Zeremonienmeister, je nachdem, wie man den Begriff Usher übersetzt, der Pfarrer des Präsidenten und ein Clerical Assistant, was immer das bedeuten mag. Wie gesagt, alles in allem 38 Zu- und Mitarbeiter, die mit dem Chef zwischen Brüssel und Straßburg hin und her fahren, je nachdem, wo das Europaparlament gerade tagt. So ein Aufwand, bei dem Input und Output in einem absurden Verhältnis zueinander stehen, will gut legitimiert sein. Die 38-Personen-Entourage des Präsidenten des EU-Parlaments ist nur etwas kleiner als der 44-köpfige Rat der Stadt Würselen, wo Martin Schulz seine politische Karriere begonnen hat. Zu seinem Erbe, das er der Stadt hinterlassen hat, gehört das Spaßbad Aquana, dessen Unterhaltskosten schwer auf der Stadtkasse lasten. Der Abenteuerspielplatz Europa ist die logische Fortsetzung des kommunalen Spaßbades. Nur größer, teurer und mit mehr gut bezahlten Planstellen ausgestattet. Wie sagt es der Rheinländer, man muss auch gönnen können. Jetzt noch ein kurzer Text aus dem Schluss.
Deutschland will also mit gutem Beispiel vorangehen, dem Rest Europas den Weg weisen. Das ist kein Versuch, Europa zu germanisieren, sondern Ausdruck des neuen deutschen Europatriotismus, dessen Repräsentanten ihrer Reden immer mit den Worten »gerade wir als Deutsche« anfangen. Sie meinen es gut, sie wollen doch nur das Beste. Ich nehme Ihnen das sogar ab, denn es hat noch nie einen Politiker oder eine Regierung gegeben, die nicht das Beste gewollt hätten. Von Stalin über Mao und Nicola Ceausescu bis Fidel Castro, Hugo Chavez und José Manuel Barroso. Sie halten diese Analogie für vollkommen überzogen? Der Präsident der EU-Kommission in einer Reihe mit einigen der übelsten Gestalten des 20. Jahrhunderts? Nun, es waren nicht nur üble Gestalten, es waren auch große Gestalter, Visionäre und Utopisten. Barroso ist auch einer. Wenn Sie sich mal richtig gruseln wollen, dann lesen Sie den Generalplan für Europa, den Präsident Barroso in einer Rede vor dem Brussels Think Tank am 22. April dieses Jahres entworfen hat. Leider hat keine deutsche Zeitung diese Rede abgedruckt, vielleicht weil sie in der seltenen Fremdsprache Englisch gehalten wurde. Es ist ein Dokument des Größenwahns, das seinem Ziel zuliebe eine Federation of Nation States alles unter sich begräbt, das der Integration im Weg stehen könnte. Auch Barroso erkennt an, dass Europa sich in einer Krise befindet. Die Ursache der Krise sieht er aber nicht in der bisherigen Politik der Bevormundung und Homogenisierung, sondern in der Zögerlichkeit der Europäer, eine echte ökonomische und monetäre Union herzustellen, wobei der Europäischen Kommission, also Barroso und seinen 28 Kommissaren, eine Hauptrolle zukommt. Die Autorität der Europäischen Kommission, sagt Barroso, gehe über die Aufgabe, die Kompatibilität der nationalen Gesetze mit den Gesetzen der Europäischen Gemeinschaft zu überprüfen, weit hinaus. Die Kommission habe auch den Auftrag, die Verfassungsordnung der Mitgliedstaaten auf ihre Vereinbarkeit mit den Werten der Europäischen Union zu untersuchen. Atemberaubend. 28 nicht gewählte Volkskommissare thronen über den nationalen Parlamenten und prüfen, ob deren Gesetze mit den Werten der EU zu vereinbaren sind. An einer anderen Stelle sagt Barroso, die Fata Morgana einer strikten nationalen Unabhängigkeit müsse zugunsten einer europäischen Interdependenz, also einer wechselseitigen Abhängigkeit, aufgegeben werden. Dabei würden konkrete Errungenschaften eine de facto Solidarität herstellen. Aufrichtiger, ehrlicher und klarer kann man ein Komplott nicht ankündigen. Erst sollen vollendete Tatsachen geschaffen werden, dann kommt die erzwungene Solidarität ganz von alleine. Und das Tollkühne an solchen Versprechen ist, die Eurokraten machen keinen Hehl aus ihren Absichten, sind von einer entwaffnenden Ehrlichkeit wie ein Bankräuber, der eine Absicht, eine Bank zu überfallen, auf Facebook bekannt gibt. Zum Beispiel so. Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter, Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt. Der das gesagt hat, ist ein Berufspolitiker, der wie kein anderer Europa buchstäblich verkörpert. Jean-Claude Juncker, seit 1995 und bis vor kurzem Ministerpräsident von Luxemburg, dienstältester Regierungschef der Europäischen Union von 2005 bis 2013, Vorsitzender der Eurogruppe. In den 25 Jahren von 88 bis 2013 wurde Jean-Claude Juncker 75 Mal für sein vorbildliches Wirken um ein geeintes Europa geehrt. So viele Orden und Medaillen prangten nicht einmal auf der Uniform von Leonid Brezhnev. Und der war immerhin Generalsekretär des ZK der KPdSU, Staatsoberhaupt und Marschall der Sowjetunion. Juncker ist unter anderem Träger des großen Bundesverdienstkreuzes der Bundesrepublik mit Stern und Schulterband und Großoffizier der französischen Ehrenlegion. Ehrendoktor der Universität Bukarest und Ehrenbürger der Stadt Trier. Europäer des Jahres der Gesellschaft Werkstatt Deutschland und Ehrenbürger der Stadt Orestiada in Griechenland. Träger der Kudenhofer Kalergi-Plakette, der Europa-Union Münster und des Staatspreises des Landes Nordrhein-Westfalen. Europäer des Jahres 2005 und Banker des Jahres 2008. Ehrensenator der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste
und Rezipient des Europapreises der Dienstleistungswirtschaft. Empfänger der Medaille für besondere Verdienste um Bayern in einem vereinten Europa und Kommunikator des Jahres der Deutschen Public Relations Gesellschaft. Träger des Aachener Karlspreises und Schirmherr des gemeinnützigen Tierschutzvereins Neufundländer in Not. Angesichts einer Arbeitslosenquote von über 60% bei den 15- bis 25-Jährigen in Griechenland würde mancher junge Grieche gerne mit einem Neufundländer in Not tauschen. Das war's. Vielen Dank.